Hier ist Klempner Mario. Was ist denn passiert? Ich war überrascht, als ich hörte, dies sei ein 4-Sterne-Hotel. Also wirklich, ein Wasserschaden auf der Toilette? Was? Muss man die Toilette reparieren? Oh weia. Tatsächlich, Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Sunshine hier auf Katze. Meine Lieben, es geht weiter. Wir haben in der letzten Folge Yoshi freigeschaltet und können jetzt ein neues Level betreten. Doch, Moment mal, bevor wir das machen, schnapp ich mir noch den blauen Vogel. Den habe ich ja in der letzten Folge schon entdeckt, als ich Mario Morgana bzw. Bowser Jr. verfolgt habe gesehen. Und heute möchte ich ihn mal ganz kurz nass spritzen, damit ich nämlich von dem blauen Vogel eine blaue Münze erhalte. Ja, also wenn ihr blaue Vögel seht im Spiel, wenn ihr sie seht, dann schnappt euch diese Vögel auch. Denn blaue Münzen sind ja wichtig, um diese Bonussterne zu bekommen. Okay, da haben wir sie auch schon, die blaue Münze. Jetzt muss ich mal kurz runterspringen. Übrigens, falls ihr mit Yoshi hier durch Isla Delfino laufen müsst oder wollt, dann könnt ihr ihn da oben holen, da bei dem Glockenturm. Da steht er immer, ihr müsst ihm nur eine Frucht mitbringen. Das muss nicht immer die Bananenfrucht sein, also die Banane, wie in der letzten Folge. Das kann auch durchaus mal eine andere Frucht sein. Aber gut, stürzen wir uns jetzt in das nächste Level und somit auch in die nächste Aufgabe. Und das ist Lido Sirena, das Geheimnis der Hotellobby. Ja, in der letzten Folge haben wir natürlich das Hotel freigeschaltet, indem wir den bösen Rochen besiegen haben. Mantis Elektronis, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und heute wollen wir ihn mal... Quatsch, nicht den Rochen. Heute wollen wir in das Hotel reingehen. Mal sehen, was es da so Schönes zu entdecken gibt. Na, habt ihr euch jetzt langsam beruhigt? Es tut mir leid. Sehr, sehr leid. Von ganzem Herzen. Also von Herzen leid. Ich arbeite nur hier. Ich weiß nichts. Bitte nicht anschreien. Was ist denn bei euch los? Was? Wir können noch immer nicht hinein. Warum denn nicht? Hör zu. Wir werden das nicht auf uns nehmen. Niemals. Was ist denn los, Herr Hotelbesitzer? Alles okay? Hey, Mario, wenn ich nicht irre? Genau, Mario. Hör zu, ich habe das Gefühl, dass du mir erneut helfen kannst. Nun, das Hotel, es ist voller Geister. Vielleicht könntest du hereinkommen. Bitte. Ich weiß, dass du ein Wunderheiler bist. Keine Bescheidenheit. Ja, das sind auch schon die Geister. Das sind Buhus. Und im Gegensatz zu anderen Mario-Spielen sehen die Geister hier irgendwie lustig aus. Die sind auch ständig am Sabbern oder am Schwitzen, ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie hungrig, vielleicht sabbern sie, keine Ahnung. Ah, hilf mir! Der klingt ein bisschen wie Waluigi. Waluigi Time! Okay, Entschuldigung. Kam so aus mir heraus. So, dann wollen wir mal nach oben springen. Denn das Rätsel löst ihr, indem ihr praktisch einmal durch das ganze Hotel nach oben springt. Normalerweise habt ihr auch Treppen zur Verfügung. Diese sind allerdings gerade gesperrt, weil sich der Hotelbesitzer dachte, dass er so vielleicht die Geister in Schach halten kann. Aber Buhus können natürlich durch Wände gehen. Das heißt, so viel hat das jetzt nicht gebracht. Ihr müsst also den umständlichen Weg gehen, indem ihr die rosafarbenen Buhus nachspritzt, sodass sie sich in Plattformen verwandeln und ihr dann weitergehen könnt. So, da können wir natürlich nicht rein, aber wir müssen jetzt da rein, in den goldenen Buhu, denn da gibt es eine kleine Bonusmission und wie so oft kommt Mario Morgana und schnappt sich unseren Dreckweg 0817. Das heißt, wir haben wieder eine Geschicklichkeitspassage, die wir ganz ohne Wasserdüse schaffen müssen. Ob uns das gelingt, das steht noch in den Sternen. So, weg mit euch. Ich weiß gar nicht, wie die Gegner heißen. Die sind aber irgendwie lustig. Die erinnern mich so ein bisschen an die Zillibos aus Yoshi's Island. Zillibo
steht übrigens für Obelix, nur rückwärts geschrieben. Total lustig. Ich weiß nicht, wie die Entwickler da auf die Idee gekommen sind, aber diese Gegner heißen wirklich, zumindest in Yoshi's Island, Xelebos. Die heißen ein bisschen anders, sehen aber so ähnlich aus, mit etwas Fantasie. So. Okay, zack, zack, zack. Uiuiui. Schön den Wandsprung nutzen, um dann nach oben zu kommen. Und jetzt nutzen wir hier die Sandfläche. Hier, das ist ein bisschen knifflig. Da muss man sich wirklich gut mit der Steuerung vertraut gemacht haben, weil man hier schnell runterfallen kann. Also nicht verzagen, nicht aufgeben. Ich weiß, es ist knifflig, aber ihr könnt das schaffen. So, jetzt müssen wir da runter. Wir machen einfach diese Melonenblöcke kaputt. Und jetzt müssen wir auf diese Plattform und ich mag diese Plattform nicht. Weil Mario Sunshine hier und da mal von der Steuerung etwas schwammig wirkt. Da ist die Steuerung in Mario Odyssey, muss ich zugeben, schon sehr, 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 sehr gut. Fast schon perfektioniert. Hier ist es manchmal etwas wild, da Mario immer wieder versucht, einen Seitwärtssprung zu machen, auch wenn man das gerade nicht will. Okay, aber wir haben es geschafft. So, Vorsicht. Und nach oben mit uns. Das hat wunderbar funktioniert. Bravissimo. Okay. Wie viele Sterne haben wir jetzt? Habe ich gar nicht geschaut. Aber auf jeden Fall eine ganze Menge. Mario, wenn ich bitten darf. Wir springen gleich nochmal rein. Es geht zurück ins Hotel. Lodo Sirena, Hotel Delfinus Mysterium. Aber was bedeutet das? Hotel Delfinus Mysterium. Das ist für mich ein Level, das nicht genau aussagt, was man tun soll. Also, was ist denn jetzt die Aufgabe? Weiß man ja gar nicht. Aber ich kann euch schon mal eines verraten. Es hat wieder etwas mit Geistern zu tun. So. Hallihallo, Herr Hotelbesitzer. Oh, geschätzter Mario, tritt bitte ein. Zögerst du etwa? Komm schon, gib dir einen Ruck. Ja, ja, keine Sorge, ich bin schon da. So, jetzt dürfen wir das Hotel mal in Ruhe ansehen, ohne dass wir jetzt von Geistern verfolgt werden. Dieses Hotel ist mit einer Selbstschließanlage ausgerüstet. Denn Sicherheit wird hier groß geschrieben. Nur keine Bange. Obwohl, wir haben Schwierigkeiten, uns im Haus zu bewegen. Naja, das ist nicht so schlimm. So, es gibt hier frische Früchte. Es gibt auch eine Männer- und Frauentoilette. Das ist die Männertoilette hier. Ich war überrascht, als ich hörte, dies sei ein 4-Sterne-Hotel. Also wirklich, ein Wasserschaden auf der Toilette? Ja, es gibt tatsächlich einen Wasserschaden auf der Männertoilette. Und zwar hier ganz links. Da seht ihr schon das Wasser durchkommen. Und hier kann man hochspringen. Und dann ist man hier in diesem Raum. Also etwas knifflig. Wenn man das nicht weiß, kommt man nicht sofort darauf. Dieses Geschmiere macht mich krank. Möchtest du wissen, was mich noch viel kränker macht? Der Gedanke, dass du hier reingekommen bist. Oh, entschuldige. Ich weiß, ich wollte deine Privatsphäre nicht stören, aber ich muss hier kurz durch. So, und zwar muss man hier auf das Bild spritzen, damit man dann hier durchkommt. Und an dieser Stelle frage ich mich, wie ich das damals als Kind alles herausgefunden habe, als ich Mario Sunshine auf der GameCube gespielt habe. Da gab es ja noch kein Internet. Zumindest hatte ich noch kein Internet. Okay. Dann müssen wir jetzt hier mal durch. Und da kommen wir nur durch, indem wir den Buhu einmal hier durchblicken lassen können. Durch diese Drehtüren. Das ist so eine Art Paravent. Und zack, kommen wir hier durch. Sehr gut. Wir kommen der Sache schon etwas näher. Was ist denn los? Unternimm etwas gegen diese Geister. Und hör bitte auf, mich so anzustarren, du Psycho. Was soll das denn? Ich habe nur mit dir gesprochen. Ist ja alles halb so wild. So, es gibt da einen Weg nach oben. Schaut mal. Und zwar einmal hier nach oben. Zack, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir, glaube ich, ganz oben angelangt. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen... Moment. Warte einen Moment. Wo kommst du her? Ich rufe nach Hilfe. Nein, musst du nicht. Ich bin ein Lieber. Ihr fragt euch jetzt, warum springen wir denn eigentlich durch die Gebäude, wenn wir einfach nach oben laufen können? Es sind immer nämlich die Gebäude abgesperrt oder die Räume. Wo habe ich das Ding nur hingelassen? Ey, hast du zufällig hier irgendwo eine Ananas gesehen? Nein, noch nicht, aber die Ananas ist sehr, sehr wichtig im Spiel für diese Aufgabe.
Denn wir brauchen für diese Aufgabe Yoshi. Wir werden gleich mit Yoshi durch dieses Hotel hier laufen. Ich muss nochmal gucken, wie das war. Ich muss jetzt nämlich irgendwie an diese Ananas kommen. Es gibt aber noch mehr Stellen. Ich glaube hier, diese Bodenplatte. Schaut mal. Zack. Jetzt sind wir hier unten in diesem Lagerraum. Und hier gibt es, soweit ich weiß, eine Ananas zu finden. Ah ja, genau. Ich habe nämlich ein Problem. Seht ihr diesen sabbernden Geist? Ich kann den nicht besiegen. Mario kann den überhaupt nicht besiegen. Aber Yoshi kann ihn auffressen. Und das ist genau der Trick. Deswegen brauchen wir... Oh nein, meine Ananas. Wo ist meine Ananas hin? Oh, da ist sie. Zum Glück. Ihr müsst nämlich Yoshi holen, damit ihr diese Geister entfernen könnt. Und nur wenn ihr Yoshi habt, könnt ihr auch an den Stern kommen. So, Yoshi ist dabei. Und jetzt können wir uns die ganzen Geister schnappen. Und wir laufen am besten... Sollen wir da nochmal durchlaufen? Müssen wir, glaube ich, auch, oder? Ah, nee, müssen wir nicht. Wir können auch direkt ganz normal nach oben laufen. So, jetzt sind wir in der ersten Oberetage. Das unten ist ja das Erdgeschoss. Und jetzt kommen wir zur zweiten Oberetage. So, und dann gibt es hier einen offenen Raum mit zwei Muschelfreunden. Wir springen aufs Bett und sind jetzt sozusagen oben. Ja, wie sagt man da? Auf dem Dachboden? Das ist sozusagen so ein System. Ja, schwer zu sagen. Diese Geister machen eine Menge Ärger. Sie sind überall. Warum kommt hier keiner mit einem Schreckweg 0816 vorbei und saugt sie ein für alle Mal weg? Was? Habe ich etwas Merkwürdiges gesagt? Nee, nicht wirklich. Der Schreckweg 0816 ist ein anderes Modell, und zwar der Staubsauger von Luigi. Vielleicht kennt ihr das, Luigi's Mansion. Habe ich bisher immer noch nicht gespielt. Hättet ihr Lust an Luigi's Mansion, an ein Geisterspiel von Super Mario, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, falls da Interesse besteht. Wenn ja, dann würde ich das so gegen Halloween starten, das Projekt. So, Achtung, hier sind auch noch Geister. Die fressen wir aber einfach weg. Und dann muss ich mal schauen. Es gibt eine bestimmte Stelle, wo man sich durch den Boden durchdrücken muss. An einer brüchigen Stelle. Ich weiß allerdings gerade nicht, an welcher Stelle das war. War das vielleicht hier? So, die Geister, die entfernen wir alle. Ich meine, da ist der kleine Putzteufel. Das heißt, eigentlich muss es entweder hier links oder da rechts sein. Weil hier komme ich, glaube ich, in den Hauptraum. Wenn ich mich nicht alles täusche. Guck mal. Ja, genau. Ich muss aber zur Insignie, die da in diesem Swimmingpool ist. Man könnte auch sagen, in der Sauna. Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Aber wenn ich mich da jetzt so etwas orientiere, dann muss das hier diese Bodenplatte sein. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Hoppala. Jetzt habe ich kurz Yoshi verloren. Und Yoshi hat kaum Saft rechts unten. Wenn er keinen Saft mehr hat, dann verlieren wir Yoshi. Das heißt, ihr müsst rechtzeitig eine Frucht essen. Aber das ist nicht notwendig, denn wir sind jetzt endlich richtig und können uns den Stern schnappen. Ja, ihr seht schon, etwas knifflig. Man muss zuerst alleine durch das Hotel sich die Ananas schnappen und dann mit der Ananas Yoshi zu füttern, um dann mit Yoshi die Geister zu entfernen. Also, einige Aufgaben erwarten uns dann. Ich mache jetzt mal zur Abwechslung wieder ein anderes Level, nämlich Monte Bianco. Das war ja so das erste Level im Spiel. Und da machen wir mit dem dritten Stern weiter. Das Geheimnis der Hügelhöhle. Ihr könntet theoretisch auch weiter das Hotel-Level durchspielen. Aber wie schon gesagt, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, wechsle ich immer mal wieder zwischen den Leveln. Wir werden natürlich auch noch wieder in das Hafen-Level gehen, an den Strand zum Sandvogel. Und dann werden wir aber auch noch zwei, beziehungsweise mit der Zeit auch noch drei weitere Level freischalten. Uns fehlen noch drei Level, dann haben wir nämlich alle Level oder Welten. Und pro Welt, das habe ich euch ja schon mal verraten, gibt es 8 Sterne zu finden. Plus 2 versteckte und einen Stern für 100 Münzen. Aber das machen wir alles zum Schluss. So, alles okay bei dir? Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Ja, sehr gerne, mein Freund. Du warst ja auch voller Schleim. So, wir müssen jetzt
zum Hügel. Na, Mario, komm. Irgendwie möchte Mario da nicht hoch. Hallo, Mario? Klappt das nicht? Jetzt hat's geklappt. Okay, gut. Dann nochmal zur Düse und jetzt müssen wir darüber. Seht ihr da die Höhle da oben auf dem Berg? Da müssen wir jetzt hin. Und das macht man am besten mit ein paar geschickten Seitsprüngen. Also Seitwärtssprüngen. Und mit Hilfe der Wasserdüse. Mit unserem Dreckweg 0817. So, ich überlege gerade. Was macht da am meisten Sinn? Ich glaube, am einfachsten... Upsala, sorry. Das war nicht meine Absicht. Am einfachsten wäre es eigentlich, über die Seile zu springen. Wobei uns das vielleicht nicht ausreicht. Oder über die Mauer. Probieren wir es doch mal über die Mauer. So. Ja, über die Mauer müssten wir eigentlich auf die andere Seite kommen. Oh, das war jetzt wahrscheinlich zu kurz. Egal, halb so wild. Mit einem Seitwärtssprung und Wandsprung oder so. Kommen wir auch so hoch. So, jetzt geht's hier rüber. Achtung, Mario. Und jetzt brauchen wir... Oh nein, ich bin abgestürzt. Na gut, ich glaube, wir kommen auch hier nach oben. Seitwärtssprung, Wandsprung, Wasserdüse. Ja, perfekt. Und gleich nochmal. Ich drehe die Kamera. Seitwärtssprung und Wasserdüse. Und ihr müsst da auf die Grasfläche. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Jetzt noch hier nach oben. Oder so. Okay, jetzt hat es funktioniert. Und jetzt haben wir die Höhle erreicht. Ja, perfekt. Und es kommt wieder Mario Morgana. Und das ist eigentlich so das einfachste Puzzle-Level, das es gibt. Denn wir müssen an dieser Stelle nochmal bedenken, es handelt sich hier um das erste Level im Spiel, nämlich Monte Bianco. Und das erste Mario Morgana-Level, eben dieses Level hier, ist eigentlich so das einfachste. Einfach heißt aber nicht, dass man das natürlich sofort schafft. Auch hier ist viel Übung erforderlich, viel Geschick. Und ich bin immer relativ schnell unterwegs in Mario-Spielen, das wisst ihr. Nehmt euch aber gerne die Zeit. Nehmt euch die Zeit an jedem Hindernis und beobachtet mal zum Beispiel den Würfel oder die Sterne, wie sie sich drehen, damit ihr versteht, an welcher Stelle ihr rennen und springen müsst. Und dann schafft ihr auch wirklich jedes Hindernis. Also lasst euch da wirklich so viel Zeit, wie ihr wollt. Das ist ein wichtiger Tipp an dieser Stelle. Okay, wir haben auf jeden Fall noch Zeit. Ich würde sagen, ein Level machen wir auf jeden Fall noch. Je nachdem, wie lang das Level ist. Vielleicht sogar noch ein zweites. Monte Bianco, das Dorf der roten Münzen. Ah, okay. Es geht wieder um rote Münzen. Und die befinden sich hier verstreut in dem Dorf. Nur hier, nicht verstreut in der ganzen Umgebung, sondern nur da vorne. Aber, naja, die gilt es natürlich auch erst einmal zu finden. Okay. So, ich sehe schon, drei habe ich direkt entdeckt, ihr bestimmt auch. Das ist die rote Münze Nummer 1. Die zweite ist hier auf dem Dach. Die dritte ist da auf der Mauer. Läuft ja schon mal ganz schnell und gut. Jetzt müssen wir mal schauen. Die vierte sehe ich da drüben. Achtung, wir haben jetzt hier diese Elektroelemente auf dem Seil. Bloß nicht treffen lassen, immer drüber springen. Oh nein, und bösen Wind. Achtung, Achtung. Oh, der Wind ist echt immer knifflig. So, eine Münze direkt in der Luft. Uns fehlen jetzt nur noch drei. Ich weiß jetzt allerdings nicht aus dem Kopf, wo die sind. Oh, schaut mal. Das sind so lustige Schweinchen. Das sind so Wasserschweine. Die saugen sich mit Wasser voll und dann kann man sie wegschießen. Die wären noch wichtig für Level 5 oder Level 6 in Monte Bianco. Da braucht ihr nämlich diese Wasserschweine. Zumindest ein paar davon. Oh, schaut mal, da ist noch eine Münze. Okay. Oh, Mario, du musst jetzt da runter, mein Freund. Ja, perfekt. Zwei fehlen noch. Mal sehen, wo sich diese befinden. Vielleicht hier auf dem Balkon? Nö, hier nicht. Ich habe gerade eine blaue Münze gesehen aus dem Augenwinkel. Die ist hinten bei der Windmühle. Oder bei diesen... Oh, da oben, seht ihr sie? Da oben ist eine rote Münze. Genau oben. So, okay. Wie komme ich da am besten hin?
Hier muss man aufpassen. Und hier gibt es vor allem ganz viel Wind. Und da oben ist noch eine blaue Münze. Die ist auch nochmal sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir schon 36 blaue Münzen. Eigentlich ganz gut, dafür, dass wir erst in Folge Nummer 6 sind. So, jetzt habe ich 7 rote Münzen. Wo ist denn die letzte? Ich sehe sie nicht. Ne, keine Spur. Da oben auch nicht. Ja, wo ist sie denn? Oh, da hinten, ich sehe sie, ich sehe sie. Seht ihr sie auch? Da hinten ist so ein Durchgang. Da waren wir, glaube ich, sogar schon in der ersten oder zweiten Folge mal. Okay, die ist also auch nicht so schwer zu finden. Die schwierigste ist eigentlich die, die ganz oben war. Oder in der Luft war. Das waren so für mich die schwierigsten. Und jetzt müssen wir da zurückklettern. Na gut, die Herausforderung nehme ich an. Ich muss aber aufpassen, ich habe gar nicht mehr so viel Wasser in meinem Wassertank. Notfalls muss ich mal ganz kurz mit Mario in den See springen, um meinen Wasservorrat aufzufüllen. So, ich denke, das Sinnvollste wäre, hier nach oben zu schwingen. Ah, oder wir müssen auf die andere Seite. Na gut, ich versuche das mal. Nein, 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 oh nö. Och, Teppichtörtchen, immer der böse Wind. Da macht einem wirklich immer einen Strich durch die Rechnung. Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, Mario. Nicht aufregen, das bringt nichts, wütend zu sein. Wir sollten lieber lächeln, aufstehen und es einfach nochmal versuchen. Das gilt ja bei allem so. Das ist mir wichtig, immer wieder zu sagen. Nicht nur in einem Videospiel ist es wichtig, nicht aufzugeben, sondern auch, wenn man zum Beispiel etwas bei den Hausaufgaben nicht versteht. Oder zum Beispiel auch mal eine Klassenarbeit, einen Test oder ähnliches versemmelt hat. Passiert. Das Leben geht weiter. Kopf hoch. Beim nächsten Mal wird's besser. Und so ist es natürlich auch hier im Spiel. So, also. Achtung. Ein gefährlicher Balanceakt. Aber Mario, du machst das wieder super. Ich sehe gerade, ich habe gar kein Wasser mehr. Mario, du musst jetzt ohne Wasser hier hochkommen. Eieieiei. Das war ja echt knifflig gegen Ende. Mein Dreckweg 0817 ist einfach leer gewesen. Hui, wir haben mal wieder, das können wir mit Stolz sagen, ein paar tolle und knifflige Sterne ergattern können. Aber wie wird es weitergehen? Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr Videovorschläge. Tippt da einfach mit eurem Finger drauf und ihr kommt zu den Videos. Und vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das macht ihr, indem ihr links unten auf das Katzensymbol tippt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Meine Lieben, bleibt katztastisch!